Hier ist Scream und das sind unsere Themen. Mu. Mu. Oblivion, Tom Cruise goes sci-fi. Die Faktenflut zu Tom Cruise und die Top 7 der Disney-Pixar-Kurzfilme und gewinnt Ralf Reichts auf Blu-ray und DVD. Science Fiction liegt im Trend und das nicht erst seit Prometheus im letzten Jahr einen zumindest optisch beeindruckenden Aufschlag gemacht hat und bevor es mit Star Trek unter der Regie von J.J. Abrahams weitergeht, da macht Tom Cruise nochmal einen Aufschlag mit Oblivion. Genau, der Regisseur von Tron Legacy und er haben sich zusammengetan, um eine Geschichte zu verfilmen über die verwüstete Erde und da gibt's Raumschlachten und Raumschiffe und Laser wahrscheinlich auch und worum es genau geht, das seht ihr jetzt. Oblivion. Das Jahr ist 2073. Die Erde ist nach einem Krieg mit Aliens fast gänzlich zerstört. Jack Harper, also nicht der aus Two and a Half Men, sondern Tom Cruise, lebt in einer fliegenden Stadt, deren Arbeiter die letzten Ressourcen der Erde sichern sollen. Vor 60 Jahren wurde die Erde angegriffen. Wir haben den Krieg gewonnen, aber sie haben den halben Planeten verwüstet. Alle wurden evakuiert. Menschen gibt es hier nicht mehr. Wir reparieren die Drohnen. Wir räumen praktisch den Mist weg. Hier ist Jack Harper. Ich wäre dann soweit. Nur noch 2 Wochen, Jack. Dann können wir hier weg zu den anderen. Also kein Risiko. Doch nachdem er eine 22-jährige Überlebende eines Raumschiffabsturzes gerettet hat, überschlagen sich die Ereignisse und alles, was er über seine Welt zu wissen glaubt, wird in Frage gestellt. Jack! Woher kennen Sie meinen Namen? Joseph Kosinski, der zuvor den stylischen Tron Legacy ablieferte, bringt mit Oblivion die Verfilmung eines Comicbuches heraus, das er selbst zusammen mit Arvin Nelson verfasst hat. Mit Actionstar Tom Cruise will er beweisen, dass er nicht nur coole Bilder, sondern auch eine packende Story inszenieren kann. Nach dem eher enttäuschenden, aber optisch beeindruckenden Prometheus im vergangenen Jahr muss Oblivion beweisen, dass große und aufwendige Science-Fiction-Stories noch immer massentauglich sind. Die Kritiker waren in jedem Fall schon mal beeindruckt und gaben im Schnitt 8 Punkte. Jack, der Befehl lautet Rückzug. Das werde ich nicht tun. Ich konnte Oblivion vorab leider noch nicht sehen, werde das allerdings schnellstmöglich nachholen, denn ich bin ein ziemlicher Science-Fiction-Fan. Ich bin ja damals noch mit den alten Star Wars-Filmen aufgewachsen und mag deshalb krachende Kampf-Laser-Zeugs-Action. Und auch wenn Tom Cruise die Hauptrolle spielt, der polarisiert ja ziemlich. Manche Leute lieben ihn, manche Leute hassen ihn. Warum eigentlich? Was gibt's eigentlich über diesen Mann zu wissen? Das haben wir für euch zusammengestellt und zwar in was? Unserer Faktenflut. Die Faktenflut zu Tom Cruise. Tom Cruise, voller Name ist Thomas Cruise Mapother, der Vierte. Eigentlich wollte er zuerst nicht Schauspieler werden, sondern katholischer Priester. Damals war er allerdings erst 14 und noch braver Katholik und kein Scientologe. Auch wenn man es ihm nicht ansieht, er ist schon 50. Seit seinem Debüt 1981 in einer Minirolle hat er sich zu einem der letzten großen Hollywood-Stars hochgearbeitet. Wobei groß ist relativ, Cruise ist gerade mal 1,70. Ein Fakt, der bisweilen kaschiert wird, manchmal werden für seine Filme Sets in verschiedenen Größen gebaut, damit er etwas größer wirkt. Cruise wurde ja schon zum Sexiest Man Alive und zu den 50 schönsten Menschen der Welt gewählt. Das Aussehen kam aber wohl erst später. Als Kind sah er nämlich so aus. Und auch das Gebiss wurde erst später mit einer Zahnspange in die richtige Form gebracht. Und auch bei der Nase hat ein Schönheitschirurg nachgeholfen. Auch ansonsten war er nicht so perfekt, wie man immer meinen könnte. Cruise litt an Dyslexie, das heißt, er hatte Schwierigkeiten, Texte zu lesen und auch zu schreiben. Überwunden hat er seine Dyslexie angeblich mit einer Methode des Scientology-Gründers L. Ron Hubbard. Seit Anfang der 90er ist er Mitglied von Scientology und einer der engagiertesten Vertreter des weltweiten Psychokults. Möchten Sie einen kostenlosen Persönlichkeitstest machen? Geh weg! Er unterstützt Scientology nicht nur massiv finanziell, sondern legt sich auch in Promo-Videos dafür ins Zeug. Wer das nicht gut findet, dem sagt er, manche Leute mögen Scientology nicht, na dann fuck you, really fuck you, basta. Sein großer Durchbruch kam 1983 mit Risky Business, lockere Geschäfte und dieser legendären Szene, die ich jetzt nachspielen würde, wenn ich gerade eine Sonnenbrille hätte. Filme wie Top Gun und Cocktail machten ihn dann schnell zu einem der bestbezahltesten Stars der 80er und 90er. Auch wenn er sich zwischendurch mal Flops wie Legende und In einem fernen Land leistete. Sein berühmtester Auftritt der letzten Jahre war allerdings jenseits der Leinwand, als er seine Liebe zu Katie Holmes schwor und dazu auf der Couch von Talkdiva Oprah Winfrey herumhüpfte. Was genau wie sein Auftritt in einem Scientology-Promo-Clip dutzendfach verarscht und parodiert wurde. Nicht zuletzt in Filmen wie Scary Movie 4.
Tom Cruise ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Produzent. 2006 hat er das altehrwürdige Studio United Artists übernommen. Produziert wurde allerdings nur der Film Valkyrie und im Jahr 2011 kaufte MGM die Rechte an United Artists wieder zurück. Tom Cruise kann singen. Im Film Rock of Ages spielte er den abgewrackten Rockstar Stacy Jacks und trainierte ein halbes Jahr, um auch die Gesangsparts überzeugend zu performen. Er lässt sich nicht nur beim Singen ungern dubeln, auch Stunts macht er gerne selbst, wie zum Beispiel die Kletterszene auf dem Hochhaus in Mission Impossible 4. Dort lief er angekettet in schwindelnder Höhe an der Glasfassade entlang. Ich glaube, mir wäre schlecht geworden. Tom Cruise ist schwul? Das ist nach wie vor eines der häufigsten Gerüchte über den Filmstar. Zuerst behauptet wurde es während seiner Ehe mit Nicole Kidman und wird regelmäßig wieder aufgewärmt. Cruise reagiert darauf immer gleich. Er verklagt diejenigen, die es behaupten, egal ob britische Boulevardzeitung oder schwule Pornostars, die behaupten, sie hätten eine Affäre mit ihm gehabt. Und bisher gab es keine stichhaltigen Beweise dafür, dass er auf Männer steht. Sein Management war nicht amüsiert über die South Park-Folge Trapped in the Closet, die nicht nur die schwulen Gerüchte zitiert, sondern auch Scientology derbe verarscht. Angeblich drohte Cruise, die Promotour für Mission Impossible 3 abzusagen, wenn die Folge wiederholt würde. Da der Film von Paramount ist, genau wie der South Park-Sender Comedy Central, wurde die Folge nicht wiederholt. Cruise dementierte später jedoch, dass er damit etwas zu tun hatte. Tom hat ein weiches Herz. Als er 1996 Zeuge eines Autounfalls mit Fahrerflucht wurde, blieb er beide verletzt und zahlte ihr sogar die Krankenhausrechnung, als er erfuhr, dass sie keine Krankenversicherung hat. Cruise wurde damals die Hauptrolle in Matrix angeboten. Er lehnte das Ganze allerdings ab, weil ihm die Bezahlung zu niedrig war. Der Twitter-Kanal Tom Cruise Facts präsentiert uns jeden Tag neue, erstaunliche Fakten über Cruise. Wie zum Beispiel, Tom Cruise trägt links ein Glasauge, das einmal Benjamin Franklin gehörte. Oder Tom Cruise hatte einen Gastauftritt in Rückkehr der Jedi-Ritter als Ewok. Oder Tom Cruise hört Musik nur von Kassetten und weigert sich zu glauben, dass sowas wie CDs überhaupt funktionieren könnte. Oder Tom Cruise hat nicht nur einen dritten Nippel, sondern auch einen vierten und fünften an seinen Armen und Beinen. Oder Tom Cruise war der Grund, warum der Papst zurückgetreten ist. Oder Tom Cruise hat 1997 zusammen mit anderen Schauspielern wie John Travolta in einem offenen Brief Deutschland beschuldigt, Scientologen so zu behandeln, wie Hitler die Juden behandelte. Diese Fakten sind natürlich alle unwahr. Bis auf das mit dem offenen Brief. Sein bester Auftritt der letzten Jahre war eine Nebenrolle. Les Crossman, der eklige Hollywood-Produzent in der Parodie Tropic Thunder. Ja, das ist Tom Cruise. Tom ist weiterhin gut beschäftigt. Nach Oblivion ist er demnächst im Thriller All You Need Is Kill, dann dem nächsten Mission Impossible Film und wahrscheinlich auch in einer Fortsetzung von Jack Reacher zu sehen. Möchten Sie vielleicht jetzt einen kostenlosen Persönlichkeitstest durchführen? So, jetzt aber genug mit Tom und Kino. Kommen wir zu Home Entertainment. In der letzten Woche ist Ralf Reichs auf Blu-ray und DVD erschienen. Und wenn ihr jetzt überlegt, was war das noch genau? Ja, das war die Story um diesen leicht depressiven 8-Bit-Computerhelden, der die Schnauze voll davon hatte, immer nur der Böse zu sein, immer nur dasselbe zu machen. Der schließlich aus seinem 8-Bit-Klötzchen-Game ausbricht, um die Welt zu erobern. Und dann geht er in so eine Art Halo-Metroid-artiges Ding und landet zum Schluss in einem Kart-Racer, um halt zu zeigen, dass er auch der Gute sein kann. Wie das klappt und wie das genau aussah, das sehen wir jetzt nochmal in einem kurzen Clip. Ja, 30 Jahre mache ich das jetzt. Die Gamer sagen, wir sind Retro. Das heißt, glaube ich, wir sind alt, aber cool. Name? Lara Croft. Den Namen? Randale Ralf. Ich will einfach nicht mehr der Böse sein. Ich hol mir eine Medaille. Wie will denn ein Böser eine Medaille holen? Da ist es. Ralf spielt nicht mehr mit. Wo ist dieser Randale-Kerl? Unser Spiel ist kaputt und jetzt sind wir außer Betrieb. Ohne Ralf sind wir verloren. Ich finde den Film immer noch ziemlich großartig und bin großer Fan von dieser pixeligen 8-Bit-Grafik. Ich habe mir manchmal sogar schon vorgestellt, wie es aussehe, wenn ich selbst eine 8-Bit-Figur wäre. Das sähe dann vermutlich so aus. Bleibe ich jetzt für immer so? Okay. Ja, also wenn ihr jetzt noch weiter in 8-Bit-Welten eintauchen wollt und möchtet Ralf zu euch nach Hause holen, dann könnt ihr bei unserem Gewinnspiel teilnehmen. Das haben wir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ihr könnt von Ralf Reichs zweimal den Film auf DVD, zweimal auf Blu-ray und zweimal auf 3D-Blu-ray gewinnen. Und obendrein gibt es noch für die Nintendo 3DS das Spiel zu Ralf Reichs zu gewinnen. Alles, was ihr dazu machen müsst, ist hier unten zu kommentieren und schreibt, was hat euch in letzter Zeit mal so richtig gereicht? Wovon hattet ihr die Schnauze voll? Also, was hat euch gereicht? Schreibt es unten in die Kommentare und vielleicht gehört ihr dann zu den glücklichen Gewinnern, die den 8-Bit-Kumpan zu sich nach Hause einladen können. So, und jetzt wäre ich gerne wieder Batz. Ah!
Okay, jetzt bin ich wieder ich selber und das gerade noch gut genug. Denn auf der Blu-ray ist nicht nur der Film drauf, sondern auch der Vorfilm und der hieß Paperman und war ein wunderschöner Kurzfilm von Disney. Und da haben wir uns gedacht, was gibt's eigentlich ansonsten noch für kleine, aber feine Werke aus dem Hause Disney oder Pixar? Und die gibt's jetzt zu sehen in unserer Top 7. Okay, wir stellen jetzt nicht wieder die altbekannte Frage, was für ein Tier Goofy eigentlich ist und wenn er ein Hund ist, warum ist er dann menschlich und Pluto nicht und warum gibt es eine Parallelwelt, in der alle Leute aussehen wie Goofy? Nein, wir freuen uns stattdessen, dass Goofy anscheinend auch ein Filmnerd ist, denn er erklärt uns in How to Hook Up Your Home Theater, wie man seine Anlage richtig aufstellt und das ist uns witzig genug für Platz Nummer 7. Absolut weird ist dieser Kurzfilm von Pixar um ein rasiertes, tanzendes Schaf und einen durchgeknallten Hasenbock bzw. Jackalope, die uns die wichtige Lebenslektion beibringen, dass man im Zweifel einfach nur herumhüpfen muss und alles wird gut. Der preisgekrönte Kurzfilm eines ehemaligen Sesamstraßen-Animators, der zu Pixar gewechselt ist, macht Spaß, egal wie oft man ihn sieht und damit landet Boundin auf Platz Nummer 6. Boundin. Okay, wir hatten ihn erst neulich in einer Top-Liste, aber der bösartige Pixar-Hase in Presto ist einfach zu witzig und großartig, um ihn zu übergehen. Deswegen ganz kurz, Hase, Hut und brutale Gewalt auf Platz Nummer 5. Es gibt wenige Filme, die man unbedingt in 3D sehen sollte, aber dieses Meisterwerk, eine Mischung aus klassischem Zeichentrick und Computeranimation, gehört dazu. Wie sich Tag und Nacht erst eifersüchtig bekriegen und dann doch zusammenfinden, ist einfach verdammt schick anzusehen und sichert Day and Night den Platz Nummer 4. Im Kino könnt ihr ihn erst zum Start von Monsters University sehen und er zeigt wieder einmal, wie gut Pixar ist, wenn sie Experimente wagen. Fotorealistische Animationen zusammen mit einer liebenswerten Love Story um einen einsamen Regenschirm, genau. Damit schafft es The Blue Umbrella auf Platz Nummer 3. Für Experimente ist auch Disney zu haben. Diese Papierflieger-Romanze vereint klassische, gezeichnete Animation in absolut genialer Weise mit Computeranimation und schafft so eine faszinierende neue Mischform, die begeistern kann und anrührt. Paperman erobert im Flug unseren Platz Nummer 2. Auf Platz 1 kann es nur einen geben und zwar den Klassiker, der später zu Pixars Maskottchen wurde und noch vor Toy Story bewies, dass die Zeit der Computeranimation endgültig gekommen ist. Denn wer aus einem leblosen Objekt wie einer Schreibtischlampe eine so emotionale Performance herausholt, der schafft wirklich alles. Luxor Junior ist ein Klassiker und deswegen unser Platz Nummer 1. Vom Weltraum und von knuffigen Disney-Filmen gibt es in der nächsten Woche weit und breit nicht zu sehen. Stattdessen gibt es Horror mit einer unheimlichen Mama und eine schreckliche Prognose für ein frisch verheiratetes Pärchen in dem Film. Das hält kein Jahr, allerdings das erst in der nächsten Woche. Ja, wie gedacht, denkt dran an unser Gewinnspiel. Ihr müsst nichts weiter machen als unten kommentieren, was hat euch so richtig gereicht und dann könnt ihr eine von den Ralf Reichts Blu-rays oder DVDs vielleicht schon bald zu Hause bei euch angucken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr es doof fandet, dann gebt uns einen Daumen nach unten und teilt es trotzdem auf allen sozialen Netzwerken mit euren Freunden, denn jeder muss doch wissen, was in dieser Woche im Kino läuft und ob es sich lohnt, Oblivion anzugucken. So, wir sehen uns dann am nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, checks, flex und relax und wie immer, viel Spaß im Dunkeln.